Da wird er gleich ins Büro hier rufen. Oh, schon Rachel wieder. Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Das stimmt, sehr wirklich eine hübsche. Aber das haben wir uns ja schon in der Schule drinne angeguckt. Oh, mal sehen, was mit der passiert ist. Okay, so, wir sind jetzt anscheinend auf dem Campus der Schule. Boah, so viel. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag. Gewinne einen Preis oder du landest auf dem Grill. Ein Stück plus ein Getränk, $3,50. Mann, ne, ist ja echt schön hier. Oh, ich liebe das. Die Grafik ist ja auch echt, echt der Hammer. Okay, kann man mit dir reden? Oh. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Na klar. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Das ist verrückt. Das hätte Rachel helfen können, David Mattson. Das hätte, ja. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Die amerikanischen Ureinwohner, sie wissen eine Menge, so alles. Sie wissen eine Menge. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja, das ist jetzt so eine Sache. Im Endeffekt, ja, ich bin eigentlich auch nicht so für Überwachungskameras, weil, ja, ich sag mal, es ist ja jetzt nicht wirklich wie in einem Gefängnis. Wir sind ja hier in der Schule, beziehungsweise, ne, und da finde ich sowieso also allgemeine Überwachungskameras übertrieben. Aber auf der anderen Seite hätte es vielleicht die Rachel ja geholfen, ne? Da was passiert ist. Aber ich unterschreibe das einfach mal. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Na, meine Lieblingsschülerin. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Naja, gut. Oh, eine SMS. Das geht jetzt hier ganz schön fix. Okay, ich muss gleich mal hoch. Hoch scrollen. Ignorieren. Ja, das haben wir ja schon. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo, sorry, ich bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay. So, die Mama hat ja auch nichts Neues geschrieben. Nee, ne, da kommt ja dann das. Riesengroß, ne? Ich bin echt gespannt, wo uns das noch hier alles hinführt. Wow, der Wachmann hier. Das ist, der Wachmann ist das größte Arschloch hier und das will was heißen. Er tut so, als ob jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen.
Okay, gut. Der Direktor. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stottere wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Mega nervös. Ich habe. Oh. Ja, Deutsch lässt grüßen. Mega nervös macht. Okay. Ja, aber er schien da aber eigentlich Okay, I ganz gotta nett get to my drinne. dorm and grab that flash drive. Er schien da aber eigentlich ganz nett, ne? So das Tagebuch zu öffnen. Oh. Ich muss mal einen USB-Stick aus meinem Zimmer holen. Ah ja, das war ja die Seite 9. Das ist jetzt Seite 10. Ich fühle mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Ja, okay. Und das Chassis. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nelson retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg! Ist für Chuck Norris. Okay. Getötet, aber Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Okay. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, ich weiß zu sagen, dass Nelson im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben. Okay, besser geht's nicht. Okay, super. Wie gesagt, ihr könnt euch das. Naja, das brauche ich ja nicht nochmal wiederholen. Okay, warte halt. Wie komme ich jetzt? Okay, es wird schon irgendwie. Hier liegt auch noch eine so gechillt rum. Aber mit der kann ich leider nicht reden. Kann ich mit der Stella quatschen? Cool. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? He's aloof. He seems like he's always above you. Not like a snob, but like you don't know what's in his head. Maybe. Mr. Jefferson just has his own style. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Jetzt, wo du sagst, auf keinen Fall, Victoria. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Kann man mit der hier ohne reden? Nö, ne. I'd like to study this photo if you don't mind. Ja, ist ja gut. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Okay, hier sitzt auch nur so einer, der Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though.
Ja, man weiß es nicht, ne? Wenn ich das jetzt mache, da wäre ich am Ende wieder hier gemobbt oder so, ne? Aber ach, warum nicht? Er hat mich ja. The honor, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Du kennst sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Puff, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Na, da bin ich mal gespannt. Good. Good. Best portrait ever. Ach, schön. Oh, wie. So, hier sitzen auch irgendwelche coolen Kids. Ach, ich kann ja auch ein bisschen rein. Kann man mit denen reden? Mit Justin. Hey, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Scheiße. Keine Ahnung. Ich hab nicht immer eins, oder? Keine Ahnung. Oh, yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Du blöde Sau. Hier, gehen zurück. Gehen wir reden nochmal mit ihm. Check out the mats. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Ja. Das ist natürlich 100 Punkte. So, gleich mal ein Foto machen. Aha, cool. Teleobjekt. Cool. Cool, cool. Cool gemacht, also echt. I'm stoked to see those photos framed and shit. You never really escaped Betty, though. Naja, nicht wirklich. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board, too. Rachel, Amber, and her punk friends love skating with us. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day, she just vanished. Hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Naja, dann wissen wir ja, wer das ist. Ran away. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Okay, also das war anscheinend ihre Freundin, die mit den roten Haaren, sage ich schon, mit den blauen Haaren, die wir auf der Toilette anscheinend gesehen haben. Also ich denke mal, dass die das war. Weil die hatte ja auch Tattoos, blaue Haare, war hardcore-mäßig drauf. Und da bin ich mal gespannt.
gespannt, ob die was Genaueres weiß. Ja, wer bist du denn? Okay, anscheinend niemand. Ich renne nochmal schnell zu denen hier. Aber so wie es aussieht, kann man bestimmt auch nicht mit denen reden. Toll, ich bin zu dick. And this is where the otters perform their aquatic magic. Okay. They sure get a lot of mileage out of otter power. Otter sind Flotter. Schwimmteam 2012. Nun gut, okay, wir sollten ja unseren Stick holen, beziehungsweise von dem Typen da. Oh, was ist denn das hier? Kann man mit der auch nochmal ein bisschen babbeln? Let me guess. You wanna fly my drone? Keine Ahnung. Liebend gern. I love to. I love planes and balloons and this is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Wie kommt die auf Waffe? Was? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wie die auf Waffe kommt? Okay, wir reden nochmal mit dir. Let me guess. You wanna fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracies. Ach so, ich dachte, ja, stimmt, hat sie ja gar nicht gesagt. Funny. Warren said you're smart. Please, ich tue noch einmal die Zeit zurückdrehen und frage, ob das legal ist. Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Und dann mal gucken, was sie is da sagt. Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Okay. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Okay, also man kann da anscheinend nichts machen. Aber wie kommt die auf? What a complicated name for such a tiny drone. Ah. Okay, so wir tun nochmal. Okay, blub blub, wir gucken hier nochmal schnell rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gezählt hat. Ja, wie kommt die auf Waffe? Ja, verstehe ich nicht, also. Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? That looks like a high fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Du Scheiße. Ja, kann ich, geht nicht. Hallo, hallo, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier selber irgendwie... Scheiße, scheiße. Also wie die fährt, bin ich das bestimmt, aber... Hoch! Keine Ahnung, es ist irgendwie ein bisschen blöde Steuerung. Okay, also ich steuere nicht selber. Das habe ich jetzt auch mitbekommen. Oh nee, 100 Punkte wieder für dich.
geht das jetzt? Geht das jetzt irgendwann mal weg, oder? Okay. Okay, also, ich habe wieder 100 Punkte erreicht. Hayden, den kann man ohne Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. You know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Oh yeah. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, jetzt weiß ich halt nie, ob das eine richtige Entscheidung war, den, ich weiß nicht, Nathan zu verpetzen, dass der eben mit einer Waffe da rumgefuchtelt hat. Aber auf der anderen Seite ist wieder so ein Poster. I've never seen so many missing persons posters for the same person. Nee, ich auch nie. Halt. I could go for a burger now.